Da 1b. Richtig. Ja, hier ist creepy. Können wir leider nicht ändern. Ja, beide Sachen müssen wir uns, glaube ich, noch genauer angucken, ne? Gucken wir. Ja. Sind wir schon mal aufgefahren? Das ist eine Kiste, oder? Nee, das ist so ein Sarkophag. Oh, eine Leiche. Und der Roboter unten hat uns wohl gewittert, aber kann es nicht sehen. Dich. Auch da oben. Dass wenn wir gleich hochfahren, wir theoretisch auf beiden Seiten weglaufen können. Zu einem Fahrstuhl, falls da irgendwas ist. Und was können wir vielleicht auch hier so schräg rüber? Hallo. Oh, Leiche. Nee, alles sauber. Sehr schön. Du hast eine Tüte Chips. Du bist die große Gefahr im Gebiet, du Riesentödel. Und schön hier hacken irgendwelche Kisten, warten, dass die Äffchen den Roboter mit Kot bewerfen, die sich gegenseitig abschießen. Klingt gut, klingt gut. Start. Naja, also 10 Nieten haben wir gebraucht, um das Ding gerade zu hacken. Hier unten oder so? Hier ging es noch weiter. Ne, wir wollen nicht weiter, wir wollen hier alles plündern, was geht. Da. Und wenn dann Geräusche kommen, von weiter oben. Das ist die Kiste, die wir unten hatten. Oh, hier ist noch ein Hybrid irgendwo. Ich glaube, der kam auch gerade rein. Die Tür geht nämlich immer wieder auf und zu. Was kein bisschen creepy ist. Leiche Nummer 1 hat nichts. Leiche Nummer 2 hat 2 Cybermodule. Das hilft schon mal.
Bevor wir jetzt da runter gehen, wir müssen in die Richtung, die wir gerade gucken, weiter in den hinteren Bereich. Hier ist noch ein Shop. Irgendwelche Türme? Eine Kontrollstation, da könnten wir einen Alarm ausschalten. Da ist ein Affe. Ne, sind einige. Gestern rief mich ein Labortechniker aus der Medizinabteilung in den Vivisektionsraum. Er meinte, dass die Laboraffen Anzeichen ungewöhnlicher Intelligenz zeigen. Ich saß 4 Stunden lang neben einem und versuchte, ihn mit einem PSI-Amp im Beta-4-Zyklus zu kontaktieren. Er reagierte nicht darauf. Natürlich nahm ich an, dass er nicht in der Lage war, auf den komplexen Beta-4-Zyklus zu reagieren. Aber dann wurde mir klar, dass der Affe meinen Kontaktversuch bewusst blockierte. Sobald ich den PSI-Amp hob, um ihn anzugreifen, krallte das Tier nach mir und projizierte ein kryokinetisches Feld, das meinen Arm lähmte. Ich setzte sofort die PSI-Dämpfung ein und betäubte ihn dann mit einem Schockstab. Also diese Projektile, die schießen, die unsere Hacker sehr gekonnt ausgewichen ist, muss ich sagen, sind Kryoprojektile, also gefrierende Projektile. So, wir hatten noch eine Nachricht. Ich traf die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und führte weitere Experimente durch. Seit unserer Ankunft auf Tau Ceti sind diese Wesen intelligenter geworden und haben irgendwie begrenzte PSI-Fähigkeiten erworben. Ich untersuchte ein Subjekt mit einem Beta-5-Zyklus und spürte manches, vor allem aber eine unglaubliche Empathie. Die Affen sind sich jetzt ihrer eigenen Geschichte bewusst, der Vivisektion und Experimente, die an ihnen auf der von Braun durchgeführt wurden. Sie sind zornig und sie sind bereit, ihrem Zorn Luft zu machen. Offensichtlich stellen sie sowohl eine faszinierende wissenschaftliche Ressource als auch ein unglaubliches Sicherheitsrisiko dar. Meine Empfehlung, sie entweder in den Kryotank stecken oder sie sofort liquidieren. Wer weiß, welche Fähigkeiten sie noch erwerben können. Da stimme ich dem Wissenschaftler völlig überein. Also da wäre noch eine Rüstung, aber die haben wir schon. Die hätten wir jetzt schon mehrfach haben können. Sonst scheint hier nichts zu sein. Okay, auf zum nächsten Affen. Irgendeiner von den Leuten aus den Nachrichten hatte mal eine Zahl genannt, was Äffchen angeht. Hier auf dem Schiff. Irgendwas mit 100 oder so? Und die haben schon ein paar gekillt. So eine furchtbare Pistole. Nimm mal kurz so. Ah, die hat Money drin, genau. Reguläre Munition sieht inzwischen okay aus. Problem ist halt eher der Zustand der ganzen Waffen. Aber daran arbeiten wir ja. Mit Cybermodulen dann unsere Wartungsfähigkeiten zu steigern. Wartungsmodule haben wir inzwischen 4 und wir könnten bestimmt noch mehr davon kaufen. So, Schrotflinte. Ah, die ist sogar besser als die andere. Und Messermodule. Das sollte jetzt reichen. Heißt, wir können die Zweier warten und die Pistole ein, zweimal, dass wir da eine gute Auswahl haben. Die können wir nicht reparieren, ne? So, uns lieber vor den Fähren halt nicht, dass das Ding in die Luft fliegt. Nix, 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 okay. Hm. So ist das. Nee, hier in der hintersten Ecke ist nichts. Heißt, wir haben so die hinterste Ecke oben, was sich hier irgendwie naheliegend anfühlte. Und der Bereich hier. Muss einfach gerade durch weiter. Aber da ist halt noch der, ne, große böse Killer-Roboter.
Wir haben nur 2 Schuss panzerbrechend. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Und ja, das war die Kiste. Da ist der Durchbruch nach oben. Nein, 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 nein. Oh, lauf, 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 lauf. Ja, da war mehr panzerbrechende Munition, aber es sind auch mehr von den Selbstzerstörungsbots aktiv geworden. 8 Schuss. Was kostet nichts? Machst du das schneller? Wahrscheinlich. Unser Hacker kennt sich mit den ganzen Implantaten ja noch nicht so gut aus. Ich habe von den meisten schon gehört, aber. Schnell, 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 schnell. Es ging, es ging, es ging. Hier geht's weg. Wir sind aber noch im zweiten Bereich. Hyperspray. So, wir sind jetzt in den Zweierhainen. Das war so nicht geplant. Heilung ist nicht so viel angesagt. Wir haben nur noch ein Medi-Hypo. So, immer so aufbewahren. Hier waren wir schon überall. Nein, das ist das Spiel wieder. Okay. Also. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne raus und links rum und dann irgendwo unsere Wartungssachen machen und dann erst später wieder zurückkommen. Also raus und links. Oh Gott. Ich habe da das gesehen, einer. Wir hängen hier fest. Der große Roboter hat geschossen und der andere war am Weg. Das klingt gefährlich, aber könnte funktionieren. Schieß, 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 schieß. Nochmal. Nochmal. Ja, da können wir uns mal ein Medpack gönnen.
Was ist in den Türen passiert? Munition verbraucht. Sollten jetzt eigentlich die Bots gewesen sein. Ha. Heißt, wir können uns jetzt doch hier umschauen. Wir müssen nicht einmal komplett zurück. So, das war die Etage hatte oben das instabile Ding. Das ist hier waren wir schon. Ja genau, wir waren hier, hier, hier. Das Hinterste fehlt. Medkit ist echt gut. Achso, wir waren voll. Auch gar nicht. Da ist noch ein Roboter. Hier waren wir entsprechend schon. Können wir den irgendwie austricksen? Egal, müssen wir leben. Also ja, wir haben Rosa ausgetrickst, aber wurden dann vor dem Turm. Schon zwei Sprachnachrichten, aber keine Zeit. Wir sind hier schnell durch, bevor der Große auftaucht. Große. Ich hoffe, die sind beide unten und nicht irgendwie einer noch hier oben. Hören wir uns kurz die Nachrichten an. Constance, ich fürchte jetzt um mein Leben. Dies ist so unglaublich, dass es sich Diego und Korenschkin gar nicht vorstellen können. Ich glaube, sie haben total die Kontrolle verloren. Wir müssen herausfinden, was sie auf der Oberfläche von Tau City 5 gefunden haben und warum sie das unter allen Umständen geheim halten wollten. Ich glaube, das ist wichtiger als mein Leben oder dein Leben oder das Überleben des Schiffes. Sei tapfer und vorsichtig. In mancher Hinsicht ist die Masse wie die UNN. Es macht Freude, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten und das auszublenden, was uns unterscheidet und trennt. Warum fürchten wir den Verlust der Individualität so sehr? Ein Mensch kann träumen. Aber die Masse kann diese Träume verwirklichen. Da ist schon mal einer. Der zweite ist auch unten. Also hoch. Das Wegkommen könnte noch interessant werden. Disk, das weg, was auch immer das ist, mitnehmen. Hi. Moment mal. Nee, das testen wir jetzt nicht. Es sah kurzfristig so aus, als könnt ihr nicht wirklich damit umgehen, wenn wir nah an ihn rangehen. Ah. Aber das zu testen könnte halt schmerzhaft sein. Okay. Malone ist tot.
tot. Ich redete gerade mit ihm und dieser Cyborg kam von hinten an und... Okay, Conny, beruhig dich. Ich habe der Tür im Technikkontrollzentrum einen neuen Code gegeben. 15061. Ich glaube, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Ich kann den Code nicht gerade... Ist weg. Da waren selbst zerstörender Roboter direkt neben irgendwelchen Explosionsfächern. Was war das jetzt? Jetzt sind nur noch ein paar von uns übrig. Kurz nachdem Valdez... 1561. Malone ist tot. Ich redete gerade mit ihm und dieser Cyborg kam von hinten an und... Okay, Conny, beruhig dich. Ich habe der Tür im Technikkontrollzentrum einen neuen Code gegeben. 15061. Ich glaube, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. So, das heißt, damit können wir jetzt zu dem Kontrollzentrum hoch, wo man diese Antigravlifte benutzen musste. Also geradeaus durch. Nein. Nee, es war gar nicht hier in dem Bereich, das war in dem Bereich weiter zurück. Aber wir haben gut was an Ressourcen da gelassen. Keine Medkits mehr, keine Hyposprays mehr. Alles alle weg. Aber das eine hätte man sparen können. Ja, war ganz schön stressig da drüben. Gucken, was wir da jetzt oben kriegen. Auch so Zugang zum Kern. 15061. Jemand hat Xerxes manipuliert. Um einige Geheimnisse vor den Managern zu schützen, habe ich einen zweiten Zugang zum Flusskontrollcomputer erstellt. Um diesen zu aktivieren, musst du die Hardware-Override-Funktion 45MDEX in der Systemüberwachungseinheit in der Kommandozentrale aktivieren. Du findest 45MDEX in Hilfslager 5 bei den Kühlröhren. Zugangscode 34760. 34760, 45MDEX. Das ist eine Hardware-Komponente. Xerxes ist uns einen Schritt voraus. Er hat den Flusskontrollcomputer übernommen und unseren Weg blockiert. Aber halten Sie die Augen offen. Vielleicht finden Sie einen Ausweg. Ja, haben wir gerade über das Datending da bekommen. Und unser Hacker hat die schlechte Schrotflinte jetzt einmal durchgeladen, dass er sich einen Ticken besser verteidigen kann. Und wenn die kaputt geht, ist es halt nicht so schlimm, was genommen Backup. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zu dem Raum. Fuck. Nein! Ja, das hat schon mal nicht so geklappt wie gewollt. Klar, das Ding ist sofort kaputt gegangen nach zwei Schüssen. Irgendwas gerade, oder? Hallo, alles gut hier? Ich habe noch ein Äffchen, ne? Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Danke, dass Sie Value Rap benutzt haben. Da haben wir schon mal ein paar Medkits. Lass das mitnehmen. So. Bist du das gewesen? 3, 4, 7, 6, 0. Nein.
können es hacken. Zugangssicherheit gestört. Zugangssicherheit gestört. Hören Sie gut zu. Die Xenomorphs, die das Schiff erobert haben, stammen anscheinend von der Oberfläche von Tau Ceti 5. Es gelang ihnen, eine Anzahl von Besatzungsmitgliedern zu infizieren, indem sie einen aggressiv eindringenden Parasiten verwendeten. Sie können auch die Aktionen anderer durch eine Art begrenzte Telepathie kontrollieren. Finden Sie die Forschungssoftware. Sie müssen diese Wesen verstehen und dann eliminieren. Forschungssoftware. Was wir gerade gefunden haben, ist ein Schutzanzug. Plus 80 Strahlung. Das ist also nicht der Raum, den wir eigentlich suchen sollten. Wir im Reaktorkern kommen wir halt nicht rein, richtig. Da brauchen wir jetzt diese Hardware-Komponente. Das heißt, wir müssen jetzt die Hardware-Komponente suchen. Und wir sollen die Forschungssoftware noch freischalten. Karte sagt, da können wir mal reingucken. Strahlungsgefahr. Objekte fallen gelassen. Die nehmen wir doch gerne mit. Du bist schäbig. Schäbig ist besser als armselig. Und hat sogar noch gut drin. Machen Sie schneller. Sie haben ja keine Ahnung, was auf dem Spiel steht. Sehen Sie sich nach Lagerraum 4 um. Ich habe dort einiges untergebracht und der Code ist 59004. Ich muss zum Deck. Die Masse verlangt diesen Kontrakt anzulöschen. Für den Entschuldigung von ja, diese 59004 war jetzt eigentlich für den Lagerraum, den wir eben gerade schon geknackt haben. Das sollte also okay sein. Anatoli, du musst die Wissenschaftler dieses Schiffes auf die Planetenoberfläche lassen. Falls da unten etwas ist, dann ist das wichtiger als Triop, wichtiger als die UNN und wichtiger als du. Und warum hast du zusammen mit Diego Deck 3 sperren lassen? Was ist da los? Ja, die einen wollen runter, die anderen wollen einfach nur weg. Schönes Chaos hier gewesen, hm? Lagerraum 5. Das könnte jetzt... 3, 4, 7, 6, 0. Ja, sehr schön.